passiert mit meinen radioaktiven Ausscheidungen? Als erstes muss ich einmal meine Klospülung zeigen. Es klingt, als würde die Hölle losbrechen, aber was eigentlich passiert ist, dass der gesamte Kloschüsselinhalt in einen sogenannten Abklingbehälter abgesaugt wird. Dieser Behälter ist ein Tank, der unterirdisch alle Ausscheidungen von den Patienten auf der Station hier sammelt. Der Inhalt dieses Tanks wird dann so lange gelagert, bis die Strahlung abgeklungen ist und dann wird das in die normale Kanalisation abgegeben.